Ganz herzlich willkommen an diesem bewölkten Juni-Montag. Diejenigen, und ich denke, das ist die Mehrheit von Ihnen, die gestern angereist sind und die Rom noch nicht so kennen, werden gemerkt haben, dass wir uns hier in subtropischen Gefilden bewegen, weniger wegen der Temperaturen als vielmehr aufgrund der Niederschlagsmenge, die auch gewisse, wie soll man sagen, Probleme hier wahrscheinlich heute mit dem Zugang, dem Besuch einiger, zumindest möglicher Teilnehmer betrifft. Ich freue mich sehr, dass ich hier eine Runde vor allen Dingen junger Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen begrüßen kann, auch aus der Bonner Geschäftsstelle, zu einem Thema, das in, sagen wir mal, in Rom eine gewisse Berechtigung hat. 1467, um hier so weit auszuholen, kamen zwei Herren, Panatz und Sweinheim, nach Rom, die in diese Stadt die schwarze Kunst brachten, über den Umweg Subiaco. Jetzt sind wieder jüngere Menschen über die Alpen gewandert, um hier neue Kommunikationskünste und Techniken zu diskutieren und eventuell auch zu verbreiten. Das Stichwort ist Digital Humanities, für viele ein Zauberwort, für manche eine Terra Incognita und für andere wieder sogar ein Feindbild. Oft gibt es allerdings relativ unklare Vorstellungen, was sich damit verbindet, etwa im Unterschied zu dem, was man früher nie so genannt hätte, nämlich zu den analogen Humanities. Wir wissen, es gibt also, und da läuft ja auch schon seit einigen Jahren hier am Institut sehr vieles, eine wachsende Zahl von Initiativen bezüglich der Digitalisierung von Texten, bezüglich der Anlage von Fachdatenbanken. Ich darf hier nur auf die Romana Repertoria oder Roman Repertories hinweisen, auf das altehrwürdige RG, das sich hier in neuer Erschließungstechnik zeigt. Aber darüber hinausgehend und eigentlich auch eng damit verbunden, verschieben sich, verändern sich Kommunikationsstrukturen, auch in gewisser Weise Denkstrukturen in unseren Fächern, und das betrifft die gesamte Disziplin der oder die gesamten historischen Disziplinen und weit darüber hinaus. Hier soll insbesondere die Medievistik zu Wort kommen. Und es wird darum gehen, inwieweit die mittelalterliche Geschichte, medievistischen Disziplinen, insbesondere mit dem Medium des Wissenschaftsblocks umgeht. Vertreten unter anderem durch Martin Bauch, der als Mitinitiator und mit seinen drei Mitstreiterinnen und Mitstreitern hier diesen Workshop organisiert, initiiert hat. Auf diesem Workshop soll es nun nicht nur darum gehen, in gewisser Weise ein Loblied auf diese neuen Möglichkeiten zu singen, sondern es soll um eine kritische Bilanz gehen, wo Perspektiven und Möglichkeiten dieser Kommunikationsform beleuchtet werden. Zugleich kann man sagen, hat der Workshop auch eine gewisse propädeutische Funktion. Sascha Förster von der Geschäftsstelle wird hier auch eine technische Einführung in das Blocken für Anfänger, wenn ich das recht gesehen habe, bieten. Auch die Frage, wie man überhaupt mit Social Media umgeht, und damit sollen also mögliche Hemmschwellen für Neueinsteiger in diesem Bereich abgebaut werden. Besonders erfreulich aus unserer Perspektive ist die enge Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle der Max-Weber-Stiftung in Bonn in diesem Bereich.
das gehört also sozusagen auch in ein Kerngebiet hinein, das die Weber-Stiftung sehr intensiv fördert und erschließt. Das DHI Paris spielt hier bekanntermaßen auch eine Pionierrolle, und wir folgen also in gewisser Weise den Spuren von Paris, wenn dieser Workshop auch als Livestream übertragen wird. Wir hatten im Herbst vergangenen Jahres zum ersten Mal eine Konferenz von Petra Schulte organisiert, die begleitet wurde von einem Konferenzblock, und diesmal gehen wir also auch in den Livestream hinein. Eventuell könnte man daraus ablesen, also auch die Tagungskonferenzkultur ändert sich. Ich habe diverse Tagungen mit Twitter erlebt, die für mich eher, sagen wir mal, ethnografischen Wert hatten, wenn nicht sogar mit valentinesken Dimensionen, wenn ich mir das als Münchner erlauben darf, so zu sagen. Aber wir haben hier tatsächlich Möglichkeiten, die unsere gesamte Kommunikationskultur in neue Wasser bewegen kann. Zum Mittelalterblock, der sozusagen im Zentrum auch hier dieses Workshops in gewisser Weise stehen wird. Hier kann man also eine doch sehr beachtliche, aus meiner Sicht sogar also atemberaubende, unique gestiegen. Das zeigt für ein Fach wie jetzt die Physik doch ein erhebliches Potenzial. Und ich nehme mal an, das sind nicht nur jetzt auch auf den die Blicke, die ich hier reingeworfen habe, das sind nicht nur die Studierenden, sondern das ist eine sehr wichtige Gruppe innerhalb des Faches, die auch die neuen Themen mit gestaltet und mit initiiert. Insofern sind wir hier ganz nahe sozusagen an den Brennpunkten der Diskussion etc. Diese Blogs, das Bloggen bringt qualitativ neue Kategorien hier mit herein. Wir haben gerade in Deutschland eine eher, wie soll man sagen, stark kontrollierte Wissenschaftsdiskussion. Das hat sich bei der, meiner Ansicht nach, auch bei Hasels Kult gezeigt. Die Leute sind relativ stark auf Selbstzensur hin angelegt, überlegen sich eher dreimal, bevor sie etwas schreiben und ins Netz stellen. Es ist wenig, wie soll man sagen, offensiv spontane Kommunikation angesagt, aus welchen Gründen auch immer. Man will sich da nichts vergeben, man will einen bestimmten Ton pflegen, einen will bestimmten Standard einhalten. Das ändert sich jetzt nicht, was die Qualität anbelangt, sondern es kommen zunehmend auch Kontroversen hinein, es kommen zunehmend offene Diskussionen hier hinein mit Kommentaren, und das ist eine sehr erfreuliche Entwicklung. Das heißt, dieses Blog funktioniert weit mehr als nur als eine Art schwarzes Brett mit Informationen aus der Zunft, mit Call for Papers, Ankündigungen, Online-Rezensionsüberblicken und so weiter. Diese heutige Veranstaltung wird erst einmal nur auf Deutsch stattfinden. Das ist eine, kann man sagen, Ausnahme hier im Hause. Wir sind meistens zweisprachig oder zumindest mit Englisch angereichert. Das hängt damit zusammen, dass die Initiatoren doch sehr stark aus dem deutschen Sprachraum kommen und dass es bisher keine Äquivalente in Italien, in der italienischen Mediavistik gibt. Umso erfreulicher ist der Tatsache, dass morgen Roberto delle Donne aus Neapel
der dem Haus sehr eng verbunden ist, auch als ehemaliger Stipendiat anreisen wird, und die Reti Medievali, also die, man könnte sagen, repräsentative, das repräsentative Online-Netzwerk aus italienischer Perspektive vorstellen wird. Der Workshop soll durchaus auch nach Italien hin wirken und soll einen ersten Schritt darstellen, die italienischen Kolleginnen und Kollegen mit einzubeziehen. Ich freue mich jedenfalls, dass diese Veranstaltung hier stattfindet. Wie gesagt, es sind nicht nur historische Gründe, Panhard Sweinheim, die dafür sprechen, dass es eher liegt eher in weiter Ferne. Es ist vor allen Dingen Martin Bauch, der diese Initiative hier auch mit ins Haus gebracht hat. Und ich freue mich auch deswegen, weil wir hier über den starken Schwerpunkt, den wir im Bereich der historischen Fachinformatik aufgebaut haben und weiterhin pflegen, hier neue Dimensionen auftun und die meiner Einschätzung nach von solcher Bedeutung sind, dass wir uns nur freuen können, selbst auch eine propädeutische Einführung hier mitgeboten zu bekommen und vor allen Dingen dieses Medium intensiver diskutieren können. Ich habe immer Probleme mit diesem Begriff Social Media. Wie wir alle wissen, sind Medien immer sozial. Also ich kenne kein unsoziales Medium. Insofern ist das ein tautologischer Begriff, den man dem Begriff der Volksrepublik in gewisser Weise an die Seite stellen kann. Und umso erfreulicher ist es, wenn wir hier also diese Möglichkeiten, die im positiven sind und auch im kritischen Sinne erkunden können. Ich werde leider nicht sehr intensiv und lange dabei sein können, aber ich bin sehr gespannt auf das, was ich hier zu hören bekomme und freue mich und wünsche eine intensive, erfolgreiche Diskussion und auch eine schöne Zeit in Rom. Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Baumeister, für diese einleitenden Worte, die uns, also inhaltlich thematisch wollen wir als Veranstalter erstmal uns noch zurückhalten. Es gibt einen ersten Vortrag, der, glaube ich, auch auf vieles nochmal aufgreifen wird, was Sie hier schon erwähnt haben. Wir wollten uns als Organisatoren ganz kurz vorstellen, wer uns eben noch nicht kennen sollte, also Martin Bauch, Mitarbeiter hier am Institut, und zuvor vielleicht nicht zufällig an der Technischen Universität in Darmstadt tätig. Und ich glaube, das reicht zur Kurzvorstellung. Mein Name ist Caroline Döring. Die meisten kennen mich eigentlich schon. Ich bin Historikerin mit dem Schwerpunkt Mittelalter und im Moment tätig an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Ich bin eben hier die zweite im Bunde des Mittelalterblocks und ich werde auch durch die Veranstaltung führen und moderieren. Ja, mein Name ist Björn Gebert, ich bin der Dritte im Bunde gewissermaßen, Nachfolger auch von Herrn Bauch an der TU Darmstadt am Lehrstuhl für mittelalterliche Geschichte als Mitarbeiter. Und das reicht im Prinzip auch schon zu meiner Person für den Moment, denke ich. Genau, wir wollten ganz zu Beginn eher noch organisatorische Hinweise geben. Also alle, die es noch nicht getan haben sollten, bitte tragen Sie sich ganz analog in das Gästebuch, das im Eingang ausliegt, ein. Das ist sehr wichtig. Alle Referenten haben hoffentlich eine Mappe bekommen inzwischen. Da finden Sie unter anderem eine Reisekostenabrechnung, auch Hinweise auf den WLAN-Zugang hier im Raum, der allerdings auch dort hinten an der Wand sind die Zugangsdaten nochmal angehängt. Also daran soll es nicht scheitern. Ein Hinweis vor allem für die Kollegen hier aus dem Haus, die an den Praxisabschnitten, an der Propädeutik interessiert sind. Die wird, wie gesagt, Sascha Förster aus Bonn, wird es zwei Teile geben. Also wenn Sie gezielt vielleicht nochmal zu diesen Veranstaltungen reinschauen möchten, dort bekommen Sie eine knackige, kurze Vorstellung, was man mit Social Media, der Begriff nun taugt oder nicht,
genau einstellen kann. Also das wird die praktische Seite sein. Ja, dass Roberto Le Donne erst morgen zu uns stoßen wird, hat Herr Baumeister schon erwähnt. Wir begrüßen jedenfalls alle Referenten sehr, sehr herzlich, die die weite Anreise auf sich genommen haben, von Rom dann mit Wolkenbruch und Überflutung empfangen wurden und trotzdem hier gut angekommen sind. Wir haben eine Bitte, es gibt dann für Diskussionen ein Saalmikro, in das Sie unbedingt reden müssten, weil, wie gesagt, die Veranstaltung wird gestreamt und alles, was nicht ins Mikro geredet wird, auch wenn wir uns hier im Raum gut verständigen können, wird dann nie im Internet oder im Livestream nicht zu hören sein. Es wird jemand von uns, oder es wird immer dafür gesorgt, dass das Mikro auch in Ihrer Nähe ist, aber warten Sie bitte, bis es angekommen ist. Vielleicht nur ein Argument, ein Hinweis hier, wir befinden uns in der Sala d'Ascolto der musikhistorischen Abteilung. Vermeiden Sie es, Dinge auf diesen historischen, auf den Musikinstrumenten abzustellen, das tut Ihnen nicht besonders gut. Ein Hinweis für alle Zuschauer, die wir hoffentlich im Livestream auch haben, wenn Sie ja, Fragen und Kommentare haben, können Sie das per Twitter loswerden unter dem Hashtag BSMM14. Findet sich auch auf dem Blog, also dort, und genauso können Sie Fragen per Mail stellen, nämlich an mittelalterhypothese@gmail.com. Wir lesen die dann oder bringen sie in die Diskussion mit ein. Aus vielleicht gegebenem Anlass, wir geben uns alle Mühe, bis 18 Uhr fertig zu sein, dann wird es nämlich für alle Interessierten die Möglichkeit geben, im großen Vortragssaal das Spiel Deutschland-Portugal zu sehen. Also vielleicht ist auch das nochmal diszipliniert. Einen Punkt, den wir erreichen sollten. Wahrgenommen. Ja, in erster Linie, oder Herrn Baumeister, der nicht sehr lange gezögert hat, also der sich sehr offen gezeigt hat, diesen Workshop vom DHI und sich auch sehr offen für so exotische Nebentätigkeiten wie Wissenschaftsbloggen seiner Mitarbeiter zeigt, also große Unterstützung. Unterstützung eben auch hier im Haus, zum Beispiel von Herrn Engelhardt, dem Leiter der musikhistorischen Abteilung, der uns diesen Saal zur Verfügung stellt. Dafür Peter Grünewälder und Niklas Boldi und Giuseppe Tosi, die sich ja am Wochenende, also gestern, geraume Zeit hier für die technische Vorbereitung Zeit genommen haben. Das ist alles andere als selbstverständlich. Und natürlich an Tobias Wulff und Sascha Förster aus Bonn, ohne die wir diesen Livestream nicht umsetzen könnten. Apropos, bevor ich es vergesse, wer im Livestream nicht zu sehen sein möchte, sollte uns das rechtzeitig signalisieren. Aber sonst, ja, also geben Sie uns einen Hinweis. Herzlichen Dank auch an Cordula Wolf und Paola Fiorini hier im Haus, die bei der Organisation und Gestaltung des Programms sehr hilfreich waren. Ich möchte sagen, bis zur letzten Minute. Und an alle Helfer, die uns in den Pausen mit Dolci, Kaffee und sonstigen Getränken versorgen werden. Wir freuen uns also über das Interesse der Kollegen hier im Haus. Die Gäste aus der Stadt sind vielleicht im Unwetter, vielleicht kommen noch ein paar, wir werden es sehen. Und natürlich freuen wir uns über alle Zuschauer vor dem Livestream. Ich wünsche uns allen anregende Vorträge, gute Diskussionen und nicht zuletzt viel Vergnügen. Und gebe dann das Wort an Caroline Döring weiter. Also im fliegenden Wechsel übernehme ich die Moderation unserer ersten Sektion zum Thema Kommunikation. Wir haben dafür Dietmar Fischer gewinnen können, neben meinem Kollegen Björn Gebert. Dietmar Fischer hat an der Humboldt-Universität Volkswirtschaft studiert mit einer Spezialisierung auf die Wirtschaftsgeschichte. Er ist jetzt im Wissenschaftsmanagement an der HU Berlin tätig, in zwei DAAD-Projekten. Und ich habe auf seiner Seite an der Hochschule für Wirtschaft und Recht einen ganz aussagekräftigen Satz gefunden. Da steht nämlich, er ist Experte für alles, was mit Online und Marketing zu tun hat. Online-Marketing, Marketing und Social Media. Und ich denke, was mir auch mein Kollege Björn erzählt hat, er sagte, alles, was er über Social Media wisse, hätte er von Dietmar Fischer gelernt. Und das ist doch ein ganz schöner Ausweis seiner Expertise. Er hat zusätzlich mit einer Kollegin
eine Agentur gegründet, New Rules of Marketing. Er ist sozusagen, was das Social Media und das Marketing betrifft, der Experte, an den man seine Fragen auch richten kann. Björn Gebert, der zweite Referent, hat mittelalterliche Geschichte und Religionswissenschaft in Berlin studiert und er promoviert jetzt seit August 2013 in Darmstadt bei Gerrit Jasper Schenk. Und aus meiner ganz persönlichen Perspektive sage ich, er ist der Urvater eigentlich unseres Mittelalter-Blogs. Denn als wir beide uns kennengelernt haben im Dezember 2012 in Mannheim, ist mir schon die Idee des Bloggens durch den Kopf geschwirrt. Und Epotest war mir schon auch ein Begriff, aber den richtigen Anfang habe ich eigentlich bis zu unserem Gespräch nicht finden können. Und daher können wir beide, also auch Martin Bauch, sagen, er ist tatsächlich der Spiritus Rector des Mittelalter-Blogs und ich freue mich sehr, dass beide hier sind und nun im gemeinsamen Vortrag eine Grundfrage im Umgang mit den neuen Kommunikationsmedien ansprechen, nämlich eben das Verhältnis von Seriosität und Social Media. Ja, guten Morgen und guten Tag und ich begrüße auch alle an den Bildschirmen zu Hause. Anfangen werde ich gleich mal mit dem Begriff Social Media und der Frage, die Sie aufgeworfen hatten, was sollte man dazu sagen? Es gibt eine ganze Reihe anderer Begriffe, die allerdings nicht so griffig sind. Deswegen geht man dann doch wieder zu Social Media. Mitmach-Web zum Beispiel. Klingt nicht gut, aber sagt viel darüber aus, was es denn eigentlich ist. Also es ist nicht mehr das Internet 1.0, wo wir im Endeffekt ja was reinschreiben können als Firma, als Institution und niemand darauf antworten kann, sondern es geht ums Mitmachen. Und deswegen kommen wir da zu der Frage, warum Social Media, warum müssen wir uns damit beschäftigen? Also mein Vortrag wird den Rahmen geben. Als Volkswirt bin ich jemand, der gerne da hinter die Fassade, also ich habe zwar eine Marketingagentur, aber mir geht es darum zu gucken, was liegt denn dahinter. Und wir haben ein neues Medium. Ein neues Medium wirft eigentlich immer die Frage auf, welche neuen Spielregeln gibt es? Und diese Spielregeln will ich kurz anreißen in diesem Vortrag. Also neue Medien führen fast immer zu neuen Phänomenen und neuen Nutzung und deswegen gehen wir jetzt auch nochmal in einen vergleichbaren Fall und zwar die Schrift De Laude Scriptorum. Ich muss dazu anmerken, vielleicht sind auch an den auf dem Stream welche vom FMI in Berlin, da habe ich auch mal Geschichte studiert, bis ich zeitlich das nicht mehr schaffte und dann rausgeschmissen wurde. Also ich habe einen gewissen Geschichtsbezug, insofern finde ich das sehr gut, dass Björn Gebert mich hier eingeladen hat, denn ich liebe die Geschichte eigentlich. Also, Johannes Trithemius, Abt von Sponheim, Benediktiner, schrieb 1493 De Laude Scriptorum und es ging ihm darum, den fortschreitende Sterben der Schreiber aufzuhalten, das durch die Druckerpresse, durch die zusätzliche Verbreitung der Druckerpresse verursacht wurde. Denn die Schreiber im Kloster hatten nicht nur die Rolle desjenigen, der Informationen kopiert, das ging auch um
inhaltliche und kontemplative Sachen. Das heißt, ihm war es wichtig, dass die Schreiber überleben und die Druckerpresse im Endeffekt zurückgedrängt wird. Sehr bezeichnend natürlich, er selbst wollte, dass sein Werk möglichst weit verbreitet wird, deswegen hat er es drucken lassen. Und genau da sind wir bei diesem Problem. Neue Medien verlangen neue Regeln. Und da ist nicht die Frage, wollen wir diese Regeln oder wollen wir die neuen Medien, sondern was machen andere damit und wie müssen wir diese Regeln nutzen, wie können wir sie nutzen? Und das ist genau die Sache, was hat sich denn nun geändert? Was ist jetzt neu im Internet, im Social Media? Da haben wir einen kurzen Überblick, was ich in diesem Vortrag machen werde. Ich werde über Massenamateurisierung sprechen, über Transaktionskosten, über Schwarmintelligenz, Netzwerkeffekte und Meinungsführerschaft. Starten wir mit der Massenamateurisierung. Die Presse ist ja nicht nur ein Begriff, der für Journalismus verwendet wird, sondern er kommt ja daher, dass die Druckerpresse dahinter steht. Nicht jeder konnte, nicht jeder kann heutzutage drucken. Das setzt voraus, dass ich eine Infrastruktur habe. Nun ist diese Infrastruktur inzwischen nicht mehr so wichtig. Ich kann ein Buch als E-Book veröffentlichen. Ich kann in einen Copyshop gehen. Ich kann also sehr viel leichter etwas veröffentlichen. Ich kann Bücher on demand drucken lassen. Das heißt, derjenige, der früher die Presse kontrollierte, fällt als Gatekeeper weg. Jeder kann veröffentlichen. Das heißt, der Verlag als entsprechendes Medium, das bewertet, ob ein Buch denn ausreichende Qualität hat oder nicht, der ist nicht mehr in der Position wie früher. Bücher können trotzdem erscheinen. Im Cloudflare-Manifest, also das Cloudflare-Manifest wurde 1999 zu Zeiten der New Economy sehr visionär in 95 Thesen dargelegt, das geht da um die Änderung, was ist neu. Und die sechste These sagt, das Internet ermöglicht Geschichten, die im Zeitalter der Massenmedien unmöglich waren. Das heißt, wir kommen dahin, dass mehr Leute miteinander reden können. Das sagt natürlich nichts über die Qualität aus. Also, ein Beispiel, und da zitiere ich Clay Shirky, der sagt, während bestimmte Leute früher Auto fahren durften, kann heute jeder Auto fahren, der einen Führerschein macht. Nichtsdestotrotz gibt es immer noch Leute, die in speziellen Rollen Autos fahren. Das sind Chauffeure, das sind Rennfahrer. Also es gibt Leute, die können besser und aufgrund von Expertise Auto fahren und es gibt Leute, die können Auto fahren, weil sie eben einen Führerschein gemacht haben. Ähnliches steht uns hier auch bevor. Das wäre das erste, die Massenamateurisierung. Es kommen mehr Amateure in unsere Gebiete. Das zweite wäre das Coase-Theorem, also die Transaktionskosten. 1960 hat Ronald Coase einen Artikel darüber veröffentlicht, dass Transaktionskosten das Marktergebnis beeinflussen. Bis zu diesem Zeitpunkt ging man eigentlich davon aus, der freie Markt reguliert sich selbst, und Ronald Coase kam mit der Frage, wie kann das denn also sein, wenn der Markt sich selbst reguliert, dass es Organisationen gibt, Firmen, wissenschaftliche Einrichtungen, Kirchen, Militär, warum gibt es diese? Da muss doch irgendwas im Markt nicht funktionieren. Und er kam deswegen auf die Idee, dass Organisationen Transaktionskosten reduzieren, also zum Beispiel Verhandlungskosten, Produktionskosten, alles, was sie an Kosten haben können, auch Gerichtskosten, wenn sie jemanden verklagen wegen Plagiat. Bessere Verhandlungslösungen führen dazu, dass sich durch Organisationen bessere Verhandlungslösungen ergeben, indem sie zum Beispiel in einer Firma, in einer Institution einen Anwalt haben, der ihre Rechte durchsetzen kann. Nicht jeder braucht einen Anwalt. Es reicht, wenn sie qua Amt eine Person ansprechen können, die Rechtsabteilung beispielsweise. Also Organisationen führen dazu, dass Individuen besser im Markt, auch im Wissenschaftsbereich, auch in der Kirche, auch im Militär agieren können. Also dieser ganze Bereich der Transaktionskostenreduzierung. Nun kommt das Internet und einige Transaktionskosten fallen weg, die früher eben da waren, die brauchen wir nicht mehr. Ich habe über die Druckerpresse gesprochen, wir können heute veröffentlichen
ohne dass wir eine Druckerpresse brauchen. Also wir müssen uns nicht mehr mit der Technik auseinandersetzen, wir müssen nicht mehr mit einem Drucker, mit einem Publizisten, mit einem Verlag reden. So gibt es eine ganze Reihe verschiedene Kosten. Sie können Informationen im Netz sich holen, sehr viel leichter als sonst. Das heißt, diese Organisationen, die geschaffen wurden, bevor das Internet eingeführt wurde, sind plötzlich nicht mehr so wichtig. Deswegen kommen quasi unter dem Teppich neue Lösungen hervor, neue Möglichkeiten. Wir haben hier die Facebook-Page von Marcus Aurelius. Hat knapp 50.000 Fans. Meistens passiert da nichts anderes, als derjenige, der sich dann also diese Seite registriert hat, Zitate von Marcus Aurelius veröffentlicht. Und bestimmte Leute kommentieren das. Und es geht halt natürlich um Philosophie. Das ist nicht tiefgreifend. Das ist aber ganz nett. Und wer hätte gedacht, dass 50.000 Leute Marcus Aurelius-Fans sind? Und dass auch da bekennende Fans sind. Das wäre jetzt ein Beispiel, wo wir sagen, früher wäre sowas nicht möglich gewesen bei den Transaktionskosten, heute kein Problem. Das führt uns im Endeffekt auch zu der Frage, brauchen wir denn noch mehr? Also, wenn die Transaktionskosten reduziert werden und mehr publiziert wird, brauchen wir das denn? Und da kommen wir zum Beispiel des Long Tails, von Chris Anderson in Wired veröffentlicht, und der hat gesagt, es gibt eine bestimmte Anzahl von Hits. Diese Hits werden zum Beispiel eben publiziert. Wenn ich einen Verlag habe, dann muss ich mich auf die Bücher beschränken, von denen ich weiß, dass sie auch verkauft werden. Das heißt, die nur eine ganz kleine Gruppe von Leuten verkauft werden, eine Auflage von 50 Stück hatten, die wurden früher nicht gedruckt. Und diese Nischen, die sind aber durchaus spannend, die könnten durchaus veröffentlicht werden. Werden sie aber nicht, wenn ich entsprechende Kosten habe in Papier, in der Maschine, die muss ich anschmeißen. Diese ganzen Sachen verhindern, dass kleine Publikationen realisiert werden. Orchideenfächer haben plötzlich Möglichkeiten zu publizieren. Hier ein Beispiel aus der Wikipedia, wir haben hier Clyde Snow, das ist ein forensischer Anthropologe, der unter anderem Tutanchamun, aber auch Josef Mengele untersucht hat. Ich finde das spannend, dass da bei Tutanchamun untersucht hat, der sich eben als forensischer Anthropologe auch mit Verbrechen etc. beschäftigt. Diese Informationen hätte ich zum Beispiel in der Encyclopædia Britannica nicht gefunden. Die gibt es bei Wikipedia. Als drittes hätten wir die Schwarmintelligenz, also der Schwarm, die Crowd, bewertet, und die Bewertung erfolgt, indem die Crowd ganz aktiv eingreift in das, was wir tun. Früher hatten wir ein Buch veröffentlicht und es gab ein paar Kritiker, die rezensiert hatten. Heute maßt sich jeder an, zum Beispiel bei Amazon, dieses Buch dann zu rezensieren. Im Guten, im Schlechten, auf jeden Fall die Schwarmintelligenz ist aktiv. Und in bestimmten Fällen funktioniert sie auch. Wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind, kann der Schwarm intelligenter sein als der Experte. Das ist bei Problemen der Kognition, also Probleme, die durch Nachdenken zu lösen sind, der Koordination. Das schönste Beispiel ist, wenn wir auf einem Bürgersteig laufen, dann rennen wir nicht gegeneinander. Da erfolgen Koordinationsentscheidungen. Oder der Kooperation. Und hier ist natürlich die Wikipedia zu nennen. Das heißt, es kann in einem bestimmten Setting und mit bestimmten Tools eine Entscheidung oder ein Mehrwert des Wissens erreicht werden. Und da ist die Frage, wie kann man das machen und wie kann man diese Regeln dafür definieren? Da müssen Regeln definiert werden, das ist wichtig. Google zum Beispiel ist eines solcher Tools. Google sammelt die Schwarmintelligenz. Denn Google bewertet die Seiten nicht selbst, sondern guckt sich an, was Leute über diese Seiten gemacht haben. Das heißt, eine Seite, grundsätzlich das simpelste Prinzip bei Google ist, je mehr Leute meine Seite verlinken, desto höher bin ich bei Google platziert. Das heißt, Google wertet aus, was andere Menschen machen. Das ist ganz klassische Schwarmintelligenz. Und wenn ich jetzt zum Beispiel den Begriff Mittelalter bei Google eingebe, das kann sein, dass sie andere Ergebnisse bekommen, weil Google inzwischen individualisiert ist,
dann ist die erste Seite, die sich überhaupt in irgendeiner Weise wissenschaftlich mit Mittelalter beschäftigt, bei Google auf Platz 19, das Belvedere in Österreich. Auf 23 und 24 kommen dann die ersten wissenschaftlichen Institutionen. Das heißt, offensichtlich ist der Schwarm der Meinung, andere Sachen sind wichtiger. Natürlich ist die Wikipedia oben und dann gibt es viele Reenactment-Sachen. Und das ist eigentlich auch eins meiner Argumente, dass man sich als Historiker deutlich stärker ins Internet begeben sollte, damit jemand, der Mittelalter eingibt, nicht irgendwelche pseudowissenschaftlichen Seiten bekommt. Das vierte wären Netzwerkeffekte. Netzwerke bieten Vorteile. Also ich meine, Konferenzen ist ganz klar, man geht auf Konferenzen, um einerseits Vorträge zu hören, andererseits natürlich mit einer Tasse Kaffee auch mit Leuten zu reden, Ideen auszutauschen und neue Ideen zu bekommen. Also offline haben wir Netzwerke schon immer gepflegt. Online geht es noch sehr viel leichter. Wir haben neue Tools. Facebook ist jetzt recht privat und vielleicht auch problematisch, aber es gibt genügend andere Möglichkeiten. Blogs sind ja auch Social Media, auch da kann ich mich austauschen. Also ich habe im Netz mehr Möglichkeiten, Netzwerke zu pflegen. Zumal ich sitze ja auch hier als Volkswirt und kann darüber eine Interdisziplinarität herstellen. Also wir können über diese Netzwerke im Social Media durchaus auch unser Feld erweitern. Hier sehen wir aus dem Buch von Clay Shirky, Quellen habe ich am Ende nochmal dran, wie die Komplexität einer Gruppe wächst. Wenn wir 5 Leute zusammenbringen, haben wir 15 mögliche Verbindungen, also 15 mögliche Gespräche können geführt werden. Bei 10 Leuten haben wir 45 mögliche Verbindungen, bei 15 Leuten schon 105. Das heißt, je mehr Leute wir zusammenbringen, desto mehr mögliche interessante Kontakte können wir schließen. Und als letztes haben wir die Meinungsführerschaft. Das ist auch wieder in Bezug auf Google, raus aus dem Elfenbeinturm. Meinungsführer werden gehört. Also in den Medien, in der Wissenschaft, bei Organisation von Veranstaltungen hier. Also wenn wir es schaffen, genügend Leute zusammenzukriegen, dann sind wir gut da drin. Wenn wir es nicht schaffen, dann sind wir schlechter drin. Das ist einfach nur ein ganz objektives Kriterium. Aber das Grundsätzliche ist, wenn wissenschaftliche Institutionen bei Google auf Platz 23 sind, dann gucken 5% der Leute so weit bei Google. Das heißt, da muss mehr Power hin. Also ich habe mir die Seiten gerade auch angeguckt, die davor sind. Die sind nicht wirklich gut, die davor sind. Das ist ganz klar. Und wenn das ist, was die Leute lesen, dann geht es um Mittelaltermärkte. Hier haben wir zum Beispiel die Martin Heidegger Gesellschaft e.V. bei Facebook. Knapp 1000 Fans, die veröffentlichen zu Martin Heidegger, sind natürlich als Verein auch offline tätig, aber sie nutzen das Internet hier, um eine gewisse Reichweite zu erreichen. Wir haben links die Sachen, die Martin Heidegger Gesellschaft selbst veröffentlicht hat, also was zu einer Veranstaltung, eine Stellungnahme zu Publikationen, und rechts haben wir Leute, die, wie den da oben, der selbst sein neuer geschriebenes Werk bewirbt. Oder das heißt, wir kriegen zu einem Thema, wo früher die Leute sich vielleicht einmal im Jahr auf einer Konferenz treffen konnten, eine Öffentlichkeit und eine Möglichkeit, sich auszutauschen. Das ist jetzt nicht mehr wie bei Marcus Aurelius, dass da nur Zitate veröffentlicht werden. Da finden jetzt schon Diskussionen statt. Das war kurz, was ist an neuen Regeln da und was können wir eigentlich tun, und wenn wir diese Regeln beherrschen, welche aus meiner Sicht großartigen Möglichkeiten bieten sich uns dort. Und deshalb danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Hier noch kurz eine Quellenangabe. Dankeschön. Ja, nach diesen allgemeinen einführenden Bemerkungen möchte ich dann
ja, zu Seriosität und Social Media in der Wissenschaft und auch speziell in der Medievistik kommen. An den Anfang möchte ich ein Zitat stellen. Das Zitat stammt vom Inhaber des Lehrstuhls für mittelalterliche Geschichte 3 an der Westfälischen Wilhelms-Universität, Minister Jan Kolb. Das, was hervorgehoben ist, ist von mir hervorgehoben worden und das, worauf es mir jetzt ankommt. Es gibt kaum etablierte Fachvertreter, die Blogs betreiben. Offenbar gibt es Hemmnisse, die vermutlich weniger auf der technischen als auf der sozialen Ebene der sogenannten Scientific Community zu suchen sind. Das symbolische Kapital eines Blogs scheint momentan gering. Ich stimme Herrn Kolb bei seiner Problemanalyse absolut zu. Auch wenn Blogs und Social Media vielleicht nicht per se als unseriös bei etablierten Fachvertretern gelten mögen, den Verdacht eines Mangels an Seriosität kann man, denke ich, sehr wohl erahnen. Einerseits nehme ich persönlich auch oft Bedenken wahr, sich über Statements auf Blogs und in anderen sozialen Medien zu zeigen, zu exponieren. Andererseits ist das symbolische Kapital, von dem Kolb spricht, natürlich größer, wenn man auf gut besetzten Tagungen spricht und in renommierten Reihen oder in Peer-Review-Zeitschriften veröffentlicht. Oder vielleicht doch nicht. Vielleicht wurde und wird das symbolische Kapital einfach noch nicht von genügend Fachvertretern in der Medievistik erkannt. Denn es gibt ja Vorreiter, beispielsweise Juniorprofessoren mit eigenen Blogs. Thorsten Hildmann wird später noch sprechen, Sita Steckel und ihr Blog Diversitas Religionum seien an dieser Stelle ebenfalls genannt. Und ja, es gibt auch bloggende Professoren, sogar in Deutschland. Die medievistischen Germanistinnen Andrea Rapp und Claudine Moulin sind hier beispielsweise überaus aktiv. Wie steht es hier mit anderer Social Media? Beispiel Twitter. Einerseits dient Twitter als Microblog selbst zur Information und Kommunikation. Andererseits ist Twitter hervorragend geeignet, um Beiträge aus den Blogs zu verteilen und zu verbreiten. Als Professoren nach eigener Kennzeichnung finden sich in diesem Medium wiederum Frau Rapp und Frau Müller. Dazu kommt Nils Büttner, Professor für mittlere und neuere Kunstgeschichte an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart. Mehr habe ich bisher nicht registriert an deutschen twitternden Professoren. Wie gesagt, Vorreiter. Es sind tatsächlich wenige, ja sehr wenige und meiner Meinung nach zu wenige. Es gibt auch andere sicherlich, die drin sind, aber sich nicht als Professor klar zu erkennen geben. Ich habe mir über die vergangenen anderthalb Jahre eine Liste twitternder Mediavisten angelegt. Sie umfasst mittlerweile 588 Einträge. Darunter befinden sich auch etwa 20 rein mediavistisch ausgerichtete Institutionen. Dabei habe ich zum Teil systematisch gesucht, aber auch zum Teil die Retweets derer, denen wir mit unserem Account folgen, sowie die Entdecken und wem folgen Vorschläge von Twitter benutzt. Ja, Sie sehen das da rot markiert. Die Möglichkeiten haben wir beispielsweise auf Twitter, um Interessenverwandte, Twitter-Benutzer zu finden. In jedem Fall habe ich in diese Liste alle Nutzer aufgenommen, die, soweit ich das aufgrund ihrer eigenen Angabe erkennen oder ermitteln konnte, sich individuell als gelehrte Gesellschaften oder als Forschungsinstitute medievistisch betätigen. Ich will die Liste nicht erschöpfend auswerten, aber so viel sei gesagt, unter den 588 gelisteten Nutzern finden sich viele aus den Vereinigten Staaten, aus Großbritannien, aus Spanien und aus Frankreich und aus Deutschland 26. Nun verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Ich will sicher hier keine nationalen oder gar nationalistischen Ressentiments zum Besten geben, aber beim internationalen Vergleich macht die deutsche Medievistik hier eine ziemlich schlechte Figur. Doch vielleicht bin ich hier befangen und kann in Kenntnis des enormen Informations- und Netzwerkgewinns, den Twitter mir gebracht hat, einfach keinen zwingenden Grund mehr für Zurückhaltung sehen. Eine objektiv mangelnde Seriosität des Mediums kann aber sicherlich nicht der Grund für eine so deutliche Zurückhaltung sein. Die Folie habe ich übersprungen, es tut mir leid, aber die drei Professoren habe ich ja schon genannt. Drei deutsche gekennzeichnete und immerhin 90 insgesamt. Das ist ungefähr das gleiche Verhältnis von 3 zu 90 wie von 26 zu 588, sprich wenig. Seriosität sollte eigentlich auch nicht damit stehen und fallen, dass bzw. ob man sich in einem bestimmten Medium engagiert, sondern damit, wie man agiert und wie man
nun einmal als seriöser gelten als andere? Ich bin auch bewusst. Zwischenbemerkung. Zwei Dinge möchte ich hier keineswegs tun. Zum einen möchte ich Buches oder der mündlichen Kommunikation in Frage stellen. Zum zweiten möchte ich auch nicht pauschal dafür plädieren, bestimmte Medien und Kommunikationsformen durch andere zu ersetzen. Doch ich möchte mit Nachdruck dafür eintreten, auch und in erheblich stärkerem Maß als bisher, neue Medien wie Blogs und andere Social Media in der Medievistik einzusetzen. Und deren Möglichkeiten, von denen auf dem Workshop sicherlich noch im Einzelnen die Rede sein wird, sich zu nutzen zu machen und davor zu erkennen. Und wenn es dafür auch mehr Seriosität braucht, bitteschön. Erstens sind es die Wissenschaftler selbst, die Seriosität in Blogs und Social Media hereinbringen können. Zum Beispiel durch die seriöse, sprich sachliche, durchdachte und fundierte Äußerungen in den sozialen Medien. In Twitter mag die Begrenzung auf 140 Zeichen hierbei hinderlich sein, in Blogs ist das kein Problem. Sie können in Blogbeiträgen Fußnoten verwenden oder Endnoten vielmehr und auf nahezu unbegrenztem Raum ausführlich und sachlich fundiert argumentieren. Und letzteres lässt sich auch beim Präzisieren, Korrigieren und Diskutieren in den Kommentaren unter einem Blogbeitrag fortsetzen. Das haben hoffentlich die letzten Beiträge bei uns im Mittelalter-Blog zeigen können. Zweitens sind es anerkannte Institutionen, die Seriosität ins Medium bringen können und bereits gebracht haben. Die British Library beispielsweise unterhält mehrere wissenschaftliche Blogs. Auf deutscher Seite soll hier exemplarisch die Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften genannt werden, die ebenfalls einen Blog unterhält, mindestens eins. Und von twitternden und bloggenden Professoren war bereits die Rede. Ich zähle Lehrstühle hier einfach einmal unter die Institutionen und ihre Inhaber als ihre Vertreter. Sodann ist hier auch staatliche Unterstützung hilfreich. Hinter der Plattform.de-Hypothesis, auf der sich sowohl unser Mittelalter-Blog als auch die meisten anderen der auf dem Workshop vertretenen geisteswissenschaftlichen Blogs finden, steht die Max-Weber-Stiftung, die mithin eine Stiftung öffentlichen Rechts, eine staatliche Stiftung ist. Auf bibliothekarischer Ebene, sodann, wurden Wissenschaftsblogs im letzten Jahr anerkannt, als die Deutsche Nationalbibliothek ihre Politik hinsichtlich der Vergabe von ISSNs änderte und damit Wissenschaftsblogs auf dieser Ebene anderen fortlaufend erscheinenden Publikationen, vor allem also Zeitschriften, gleichstellte. Was die Zuweisung einer ISSN für einen Blog bedeutet, hat Mareike König vom DRE Paris im April sehr schön beschrieben, was ich hier nur in Stichpunkten wiedergeben möchte und zusammenfasse. Na, Sie haben also die Möglichkeit, über eine zugewiesene ISSN an einen Blog eindeutig einen einen Blogbeitrag über. Gewissermaßen werden die Blogbeiträge auch zitierfähig, wenn Sie es mit ISSN-Angabe des Blogs erwähnt. Und auch die erhöhte Sichtbarkeit durch die Aufnahme in Kataloge oder Verzeichnisse, ne, beispielsweise im KVK können Sie auch nach der ISSN googeln und damit auch Blogs finden. Und das fünfte ist ein bisschen inhaltliche Anerkennung. Das meint in diesem Fall Folgendes, dass die Deutsche Nationalbibliothek nicht pauschal allen Blogs jetzt ISSNs gibt, sondern Wissenschaftsblogs und Blogs, die von allgemeinem Interesse sind. So steht das da in der Formulierung drin. Mit einer ISSN ist dann auch die Zuweisung einer ID der Zeitschriftendatenbank kein Problem. Das haben wir selbst schnell erfahren. Wir waren, glaube ich, eines der ersten Wissenschaftsblogs, das eine ISSN bekommen hat, eben weil wir in einem günstigen Moment angefragt haben. Und mit der Angabe der ISSN an die ZDB geschrieben und schon hatten wir eine Zeitschriften-Datenbank-ID. Das wäre dann ja, mein Screenshot davon, wie das so aussieht in ZDB-OPAC. Und damit hat ein Wissenschaftsblog de facto den Status einer Online-Fachzeitschrift. Zuletzt möchte ich hier noch einen Punkt anführen, der gerade schon einmal an der Wand zu sehen war. Aufnahmen in Kataloge und Verzeichnisse. Für die Mediavistik gibt es einen ganz besonderen Online-Katalog, den Register Imperii OPAC. Mit der Aufnahme mancher Blogbeiträge
In den AEOPAC ist die Grenze von der rein formalen bibliothekarischen zur inhaltlichen Anerkennung von Blogposts überschritten, denn, ich zitiere von der Website, erstmal hier, wenn sich der Browser öffnet, sehen Sie, wie das im AEOPAC aussieht, wenn sich der Browser öffnet. Genau, ich weiß nicht, wie gut man es sehen kann, aber Sie sehen hier eine Autorin, Annette Löffler, ehemalige Kollegin von mir, die hier mit diversen, insgesamt 46 Treffern geführt wird und drei davon sind eben Blogbeiträge. Genau, ich sprach von der inhaltlichen Anerkennung von BlogPlus, die hier durch die Aufnahme in den AEOPAC ermöglicht wird. Denn, und das ist per Definition quasi vom AEOPAC selber herausgegeben, der AEOPAC weist als wissenschaftliches Arbeitsinstrument Fachliteratur nach. Grundsätzlich wird damit ein solcher Blogbeitrag zitierbar. Von wem und ob er tatsächlich zitiert wird, entscheidet wiederum natürlich jeder Forscher selbst. Aber das tut er bei jeder anderen Veröffentlichung ja auch. Vielleicht bis hierher. Ich denke, dass sich insbesondere in den letzten Monaten in Sachen Wissenschaftsblogs einiges getan hat. Sie sind salonfähiger geworden und ich bin davon überzeugt, dass ihre Nutzung auch in der deutschen Mediavistik in den nächsten Monaten und Jahren stark zunehmen wird. Mangelnde Seriosität sollte eigentlich kein Problem oder zumindest keines mehr sein. Wenn Autoren und Herausgeber die fachliche Qualität der wissenschaftlichen Beiträge im engeren Sinne im Blick behalten und bei den Diskussionen auf Sachlichkeit achten. Denn hier besteht kein wesentlicher Unterschied zu anderen Publikations- und Kommunikationsformen. Ich erinnere nur daran, wie unsachlich zum Teil die Thesen Jacques Goffs in der deutschen wissenschaftlichen Literatur diskutiert worden sind und wie persönlich die Berichterstattung über jüngere Plagiatsfälle zeitweise geworden ist. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die beiden Beiträge, die ja schon ein ziemliches Panorama aufgemacht haben. Wir haben eine gute Viertelstunde Zeit für Fragen und ich würde nochmal darum bitten, bei den Fragen darauf zu achten, ins Mikrofon zu sprechen, damit eben die Zuschauer im Livestream auch mitverfolgen können, was diskutiert wird. Fragen bitte. Ja, Jerry. Ja, Andreas Kutschera von den Register Imperii. Ich hätte eine Frage zum letzten Beitrag. Und zwar haben Sie jetzt uns aufgezeigt, dass drei Professoren inklusive Assistenten in Deutschland twittern. Habe ich das richtig verstanden? Unter Angabe ihrer Funktion als Professor zu erkennen. Das habe ich gemeint. Thorsten Hildmann ist ja auch in Twitter, aber er hat es nicht reingeschrieben. Mit Gründen sicherlich. Ja, weil ich hatte mich jetzt auch vor kurzem bei Twitter angemeldet, auch mit den ganzen Angaben, habe auch Mittelalter, Medievist, alles angegeben. Und es wäre ja interessant, die verschiedenen Hierarchien zu vergleichen, auch im internationalen Vergleich. Wenn Sie jetzt hier mal die wissenschaftlichen Mitarbeiter oder Medievisten allgemein mit aufnehmen, ich weiß zum Beispiel, bei uns in den Projekten gibt es sehr viele Medievisten, die auch twittern. Ja. Und mich würde... Ich habe ja 588 Twitter-Nutzer, also Medievisten im Twitter insgesamt gefunden bisher. Das sind sicherlich nicht alle. Und Deutsche davon sind 26, die ich fand. Aha. Bin ich auch dabei? Ich glaube schon nicht. Ich Gut. erinnere mich, Sie aufgenommen zu haben. Okay, ja. Und im Vergleich zu den anderen Ländern ist das dann auch zu wenig? Ich bringe die Folie gern nochmal. Ja. Okay. Ja, also 26 zu 588, die ich erkennen konnte über die letzten Monate und 3 zu 90, das ja. ist ein bisschen dünn. Okay. Ich hatte, wie gesagt, die Folie vergessen und auch den Paragraph dazu. Bei Professoren habe ich jetzt wirklich auch die Assistant Professors und so weiter mit reingerechnet, wie ich auch Junior Professoren reingerechnet hätte, aber ich habe keinen einzigen gefunden. Das mag an meiner Oberflächlichkeit liegen, aber vielleicht hatte ich auch einfach Pech oder es gibt wirklich weniger. Naja, also ich kann jetzt aus der Mainzer Akademie berichten, dass wir erst, also wir hatten etwa vor einem Vierteljahr so einen kleinen internen Workshop zu Twitter, hatten jetzt auch Werkstattgespräche in Mainz, da treffen sich Mitarbeiter aller Projekte, da wurde das auch nochmal vorgestellt, um einfach die Barrieren abzubauen und diejenigen Kolleginnen und Kollegen, die selbst twittern, die haben mitgeteilt, dass sie mit Twitter Netzwerke erreichen, die sie mit traditionellen Medien überhaupt gar nicht erreichen. Exakt, das ist der Punkt. Man wird rezipiert von Leuten, das hätte man sich vorher gar nicht vorstellen können und die Rückmeldung ist durchweg positiv. Wunderbar. Ja, danke.
Weitere Fragen? Ja, ich habe eine Frage zur Anerkennung von Blogs als Zeitschriften. Ist denn zumindest im deutschsprachigen Bereich auch angedacht, dass man ein Ranking denn vornimmt? Denn es gibt ja für Zeitschriften eben diese ABC-Rankings und die sind ja gerade für Nachwuchswissenschaftler, die im Bewerbungsverfahren stecken, jeglicher Art, natürlich zum Teil leider sehr ausschlaggebend. Vielleicht ist das selbst für junge Nutzer auch ein Hindernis, zu entscheiden, wo publiziere ich meine Ergebnisse, bevorzuge ich einen Blog, der nicht gerankt ist, oder nehme ich doch eine Zeitschrift, die dann, wenn ich mich auf eine Professur, auf eine Assistenzbewerber an Universität dann anerkannt ist in meinem in meiner Publikationsliste. Einfach nur eine Frage in die Runde, ob denn sowas angedacht ist, ob sich da was bewegen wird. Vielleicht ist es auch einfach noch zu früh, in diese Richtung zu denken. Also da ich das Thema aufgeworfen habe, ich weiß es schlicht und ergreifend nicht. Vielleicht weiß es jemand anderes hier. Sinnvoll wäre es, klar. Also ich kann ganz konkret zu der Ranking-Frage auch keine Antwort geben, wollte aber darauf hinweisen. Ich denke, es ist schon verfrüht, wenn wir als Blogbetreiber uns gleich wirklich eine Ebene mit etablierten Zeitschriften, auch mit etablierten Online-Zeitschriften stellen wollen. Ich werde dazu in meinem Vortrag nochmal darauf zurückkommen, weil ich denke, momentan kann man mit diesem Medium gezielt bestimmte Lücken bedienen und dort wird man durchaus auch rezipiert. Und in die direkte Konkurrenz treten zu wollen, also ich persönlich würde auch in einer etablierten Zeitschrift erstmal publizieren, wenn ich einen entsprechenden Beitrag habe. Also es gibt sicherlich gut begründete Hemmungen, alles nur online zu publizieren. Also da denke ich, da verheben wir uns als Blogbetreiber, wenn wir diesen Anspruch hätten. Ich jedenfalls habe ihn nicht, aber das kann man ja durchaus anders sehen. Das nur als Kommentar. Ja, ich wollte auch nochmal zu diesen Zahlen was sagen, wie der Kollege aus Mainz. So wie Sie das zeigen, wirkt es tatsächlich relativ beeindruckend, diese Diskrepanz zwischen dem deutschen Sprachraum und allem anderen. Ich könnte mir vorstellen, dass von dieser Gesamtzahl wahrscheinlich relativ viele aus dem anglophonen Sprachraum sind. Und da muss man halt auch bedenken, dass die ganze Wissenschaftsstruktur dort anders ist, dass dort Didaktik, Lehre, Öffentlichkeitsarbeit einen ganz anderen Stellenwert hat, dass aber auch wiederum die quasi universitäre Verankerung ein ganz, ganz breites Spektrum hat. Also es gibt einfach Liberal Arts Colleges, wo ein Professor vielleicht einen anderen Stellenwert hat als einer großen Ivy League University. Also da wird doch vielleicht vieles in einen Topf zusammengewürfelt, um auch vielleicht mit einer durchaus richtigen Intention, es spricht ja nichts dagegen, dass Deutsche sich da mehr beteiligen, aber ich denke, diese Unterschiede müsste man schon sehen. Und wenn wir anfangen mit dem Professor, nicht, dass man anglophonen Professoren gleichsetzt, weil da ist ja jeder, also im Grunde gibt es da ja diese ganzen anderen Formen der Mitarbeiter, die es bei uns gibt, was Sie angesprochen haben, eben auch Projektmitarbeiter und so, das ist ja kaum vertreten dort. Also dort sind Leute, die an Universitäten arbeiten, ja eigentlich fast immer als irgendwie Assistant Professor oder etabliert. Also ich denke, das ist vielleicht ein bisschen zu allgemein von den Zahlen. Und man müsste, die interessante Frage wäre, also was man ja eigentlich beachten muss, ist, es spielt im anglophonen Sprachraum, wie viele von den wirklich großen Universitäten, wie viele namhafte Leute beteiligen sich dort? Also das wäre vielleicht was, was man mal getrennt noch ausweisen müsste. Spielt das wirklich unter denen, die was zu sagen haben in dem Betrieb? Oder ist das im Grunde so wie hier auch, dass das eine Sache des akademischen Nachwuchses ist? Also das könnte man ja vielleicht noch mal ein bisschen differenzieren. Das wäre, denke ich, aussagekräftig. Ja, danke. Das erklärt die Statistik sicherlich ein bisschen. Ich habe jetzt keine statistische Auswertung in hohem Maße vorgenommen und so oder so sind 26 und 3 immer noch wenig. Aber das Dumme ist, dass Twitter bei diesen Listen kein Auswertungswerkzeug mitliefert und 588 Einträge auszuwerten ist dann doch noch ein bisschen aufwendig. Ich habe auch Leute gefragt, die sich mit diesen informatischen Sachen von diesen Listen etwas besser auskennen, das ist tatsächlich ein bisschen komplizierter.
es sei denn, jemand weiß es besser. Graf, ich wollte zu Herrn Bauch mal etwas sagen, zu der Aussage, dass nach wie vor ein Primat der Fachzeitschriften gegeben sei. Ich denke, es kommt darauf an, ob man nun in einer Open Access Fachzeitschrift publiziert oder in einer der doch mehr oder minder fossilen gedruckten Fachzeitschriften. Und es kommt natürlich auch darauf an, welchen Charakter der Beitrag hat. Also ich denke, gerade die Miszellen, die auch in Hypothese-Blogs veröffentlicht wurden, nicht nur im Mittelalter-Blog, sondern auch in Ordensgeschichte oder auch ich selber habe ja weit über 200, sind so viele Miszellen in Archivalia publiziert. Das sind natürlich jetzt nicht wegweisende, bahnbrechende Aufsätze, die die Forschung inspirieren und für Jahre beschäftigen werden, sondern das sind eben kleine Bruchstücke, Funde, die aber wissenschaftliche Erkenntnisse enthalten und insofern auch einen Beitrag liefern zur wünschenswerten Flüssigkeit der Wissenschaft. Dazu werde ich aber dann morgen auch noch etwas sagen. Danke. Wenn ich mich ganz kurz dazwischen schalten darf, in meiner Timeline kam ein ganz interessanter Einwurf von Mareike König, der im Prinzip nochmal Wasser auf die Mühlen gießt zu der Frage, Professoren twittern oder twittern nicht. Sie hat gesagt, sie fragt sich, wie wichtig ist es, dass Professoren twittern? Was ist denn mit den Forschungseinrichtungen? Was ist mit dem Nachwuchs? Was ist mit den Postdocs, mit den Doktoranden? Und ich nehme da ein bisschen mehr auf den Ruf zu sehen, es geht um die Qualität des Beitrags, es geht nicht um das Amt des Beiträgers. Bitte. Thorsten Hildmann Münster, genau das Gleiche würde ich auch unterstützen. Also genau dieser Hierarchie-Aspekt, dass man sich dann bei Twitter als Professor outet und dann deswegen vielleicht ein Kapital dazu kriegt, um dass die Tweets dann höher sozusagen gerankt werden im Ansehen, genau das will man ja vermeiden oder darum geht es ja nicht. Es geht ja um die Inhalte an sich. Und deswegen auch noch ein kurzer Kommentar, wollte ich gerne noch einbringen zu der Frage gerankte Zeitschriften und ob man Blogs ranken soll. Das wäre genau kontraproduktiv, weil es geht ja nicht darum, die Zeitschriften zu ersetzen, sondern, und das wäre eine Frage, die man diskutieren müsste, in welche Beziehung stehen Blogs und Zeitschriften und sozusagen die älteren Medien und die neuen Medien, wie kann man Blogs und gerankte Zeitschriften zusammenbringen, ist das komplementär? Zum Beispiel, was wird man auf einem Blog publizieren, der sehr niederschwellig ist, wo es keine Qualitätskontrolle gibt, aber ist das nicht vielleicht gerade der Vorteil und genau deswegen sollte man das machen, weil man dann mehr Kommunikation bringt, zu mehr Kommunikation kommt, das Ganze ausdiskutieren kann, zum Beispiel dann am Ende der Diskussion, was in einer gerankten Online-Zeitschrift dann, in einer gerankten Zeitschrift dann bringen kann, wo man dann einen gewissen Standard, wo man neue Informationen noch mit eingebracht hat. Also, dass man das eher komplementär sieht und eher auch drüber nachdenkt, wozu man überhaupt bloggt und was dann in solchen Blogs dann eigentlich vorkommen soll. Wie man ganz allgemein, aber das könnte man vielleicht dann irgendwann nochmal Diskussionen weiter diskutieren, was eigentlich Blog meint, also weil wir hatten, also was wird eigentlich auf den Blogs dann publiziert, also wir sprechen gerade über Inhalte, über Forschungsinhalte, aber es kommt ja viel, viel mehr über Blogs und ob man dann überhaupt den Webblog oder der Begriff dann wirklich das dann beschreibt. Das wäre auch vielleicht, weil wir sind gerade schon direkt ins Thema reingegangen, vielleicht sollte man sich überhaupt nochmal ganz kurz definieren, über was wir jetzt eigentlich sprechen, wenn wir über Blogs sprechen. Das wollte ich noch kurz anbringen. Danke, Thorsten. Vielleicht nochmal, um klarzumachen, warum ich das mit den Professoren gebracht habe. Es ging um den Punkt Seriosität und Social Media. Sprich, man traut sich nicht, um sein Gesicht nicht zu verlieren. Zumindest ist das bei manchen von den etablierten Fachvertretern schon noch so ein bisschen ein Hemmnis bei uns. Wenn etablierte Wissenschaftler Seriosität in Social Media hereinbringen können, dann beispielsweise auch über Twitter, das war ein Grund, warum ich das gebracht habe. Ne? Aber nicht, dass ich jetzt meinte, dass jeder seinen Professortitel mit angeben müsste. Aber wenn man sich quasi so ein bisschen darüber beklagt, das ist ja vielleicht nicht seriös, man kann es dadurch hineinbringen, indem man sich selber eben zeigt, hier, ich mache das auch und ich gebe ja wohl keinen Unsinn von mir.
Aber der Punkt Blogs und Zeitschriften, der muss vielleicht wirklich gerade erst mal rausgehandelt werden. Das ist ja einfach gerade total up-to-date. Also das ist noch längst nicht entschieden, keine Frage. Es ist ohnehin immer dynamisch, aber das ist wirklich eine Sache, die aktuell vielleicht wichtig ist, denke ich. Ich wollte nochmal, also wir haben das Waldschutz Freiburg, ich wollte nochmal auf das Thema Twitter eingehen und anekdotisch kann ich das eigentlich nur berichten, wenn ich sage, oh, ich bereite gerade einen Blogpost vor oder ich blogge, dann heißt es interessant. Wenn ich sage, dass ich auf Twitter bin, dann wird man mit sehr vielen Vorurteilen konfrontiert. Ich frage mich, warum ist das so und warum ist das wirklich extrem in Deutschland so? Also insofern, glaube ich, spiegelt das eigentlich nur was wider. Wir haben in Deutschland relativ wenig Twitter-User verglichen mit anderen Ländern. Spiegelt auch die Sache mit den Professoren und den anderen Medievisten auf Twitter nur vielleicht These, eine generelle Einstellung zu Twitter in Deutschland wieder, die irgendwie heißt, wer auf Twitter ist, der twittert, ich gehe jetzt aufs Klo oder ich esse jetzt Pizza. Danke, ja, das, also wie schon angeklungen ist, im Prinzip müsste man noch eine viel größere Statistik aufbauen, wie viele Twitter-Nutzer in Deutschland überhaupt, ne, um da auch ein Verhältnis zu bekommen. Und was twittern die Leute? Also oft ist es ja bei den 588 Leuten, die twittern beides. Ne? Also die twittern manchmal private Sachen, also besonders die aus dem anglophonen Raum und eben auch dienstliche Sachen gewissermaßen. Also diese Mehrfachnutzung von Twitter-Accounts hat der Mareike König in ihrem Twitter-Leitfaden schon sehr explizit angesprochen, aber wichtiger Einwurf, danke. Gibt es noch weitere Fragen? Ich hätte sonst noch eine Richtung, in die man weiterdenken könnte, weil wir oft gesprochen haben über Diskutieren, Diskussionskulturen, nämlich die Kommentarfunktion. Also dass man einfach, wir vom Mittelalter-Blog können uns im Moment gerade nicht beschweren, es wird sehr, sehr viel debattiert, diskutiert, verschiedene Beiträge, aber ganz grundsätzlich scheint mir die Kommentarfunktion ja noch nicht sehr viel genutzt zu sein, obwohl sie eigentlich sehr, sehr viele Vorteile brächte. Also wenn man eine Publikation hat und dann wartet man auf die erste gedruckte Rezension, also da ist ja eine sehr starke Verzögerung eigentlich in der Diskussion, während ein Blogbeitrag sofort diskutiert, kommentiert werden kann. Also vielleicht da einige Gedanken noch dazu, falls es jetzt keine anderweitigen Fragen oder Gedanken gibt. Ja, also darüber hatte ich mir auch, das wollte ich vielleicht heute Nachmittag noch kurz erläutern, weil das ein bisschen das Problem bei den Blogs, die ich habe, dass ein wenig Kommentare kommen. Also man sieht zwar, dass sie gelesen werden, aber werden schwerlich kommentiert. Aber die andere Frage ist, wer von uns kommentiert viele andere Blogposts? Und dann würde man sich auch fragen, warum macht man das? Also ich zumindest mache es nicht sehr häufig. Einerseits ist es immer eine Zeitfrage. Und das andere ist natürlich auch die Frage eben, dass man sich dann mit einem Kommentar exponiert. Und gerade in dem Björn dann am Anfang den Kommentar von Jan Kolb dann hier sozusagen schriftlich als Quelle angegeben hat, genau das würde für mich der Intention von Kommentaren widersprechen. Beziehungsweise gibt es wo verschiedene, oder müsste man unterscheiden, welche Kommentar oder auf welche Art und Weise der Kommentar gemacht ist. Ob das eher sozusagen gleichbedeutend wäre wie ein mündliches Gespräch auf einer Tagung, was dann halt mündlich ist und dann eben nur schriftlich festgehalten ist, aber eben nicht dazu intendiert ist, dass es dann überall eben auf eine PowerPoint kommt und da zitiert wird und dann als festes Statement gebracht wird. Oder ob man das wirklich sozusagen dann als wissenschaftlichen Kommentar dann kennzeichnen und sagt, das ist jetzt mein wissenschaftliches Statement. Und da müsste man klar unterscheiden. Ich hatte, wie gesagt, ein bisschen drüber nachgedacht und ich glaube, das liegt daran, dass man... Also früher hatte man immer das Problem, irgendwie die 70er, 80er mit den audiovisuellen Medien, dass die Schriftlichkeit zurückgeht und dass man dann nur nach Fernsehen, Radio und sowas hat. Jetzt hat man viel, viel mehr Schriftlichkeit, als man je zuvor hatte, eben durch Twitter, Facebook, Blogs und so weiter. Das heißt aber, dass die Funktion von Schriftlichkeit sich geändert hat, dass man das jetzt sozusagen, dass alles, was man mündlich früher kommuniziert hat, kommuniziert man jetzt auch schriftlich, meint das aber mündlich. Und die Angst des Wissenschaftler ist, dass das, was man mündlich sozusagen oder im Rahmen eines mündlichen Statements äußert, was eben dann schriftlich transportiert wird, dass es dann genau so dann gebraucht wird, dass man es dann irgendwo festgeheftet hat und sei es dann in 10 Jahren. Also was man dann für die Kommentarfunktion, was man sozusagen eher betreiben müsste oder versuchen müsste, wäre da ein Kulturwandel im Umgang mit Kommentaren und mit Schriftlichkeit. Der Schriftlichkeit jetzt nicht mehr meint, dass alles, was geschrieben hat, hat Autorität, muss für immer gelten und so weiter, sondern dass es nur das Medium ist, worüber es übertragen wird. Aber dass wir lernen als Nutzer zu unterscheiden, ob das eine Art von mündlicher Kommentar ist oder ob das sozusagen ein wissenschaftliches Statement ist, was man auch stehen lassen möchte.
Aber wie man das lösen kann, die Unterscheidung zwischen den beiden, das steht für mich noch aus. Und das ist, glaube ich, auch der Knackpunkt dann bei der Kommentarfunktion. Weil würde man sozusagen da einen Bewusstseinswandel haben und sagen, okay, wenn ich jetzt was kommentiere, ist wie, wenn mich jemand auf der Tagung, wenn ich da ein kurzes Gespräch habe, sage, ja, nicht schlecht, ich würde vielleicht denken, man könnte das und das noch machen, aber ohne das davor nochmal nachzuschlagen, dann wäre das viel einfacher, wenn alle Leute das sozusagen auch als ein mündliches, einfaches Statement akzeptieren und so verwenden. Ich möchte da genau nochmal drauf eingehen, also das ist eine Diskussion im Social-Media-Bereich, dass die Deutschen unheimlich viel Angst vor Fehlern haben. Also die Fehlerkultur in Deutschland. Jeder, der einen Fehler macht, hat ein Problem. Also ich komme auch aus dem Gründerbereich und da heißt es in Deutschland, wenn ich gründe und bin ich nicht erfolgreich, dann sagt jeder, siehst du, habe ich doch gleich gesagt, hättest du es sein gelassen. In den USA ist es genau andersrum. Da wird gesagt, hast du was gelernt? Ja, super. Ne? Also die Frage ist, wie man damit umgeht. Und Twitter ist sicherlich ein Blog-Kommentar, selbst, also ein Blog-Post noch stärker, ein Blog-Kommentar immer noch sehr viel stärker überlegt als ein Twitter-Kommentar. Also das ist wirklich der Kulturwandel, der dann kommen müsste, wenn Twitter seriöser werden sollte in Deutschland. Ob er kommt, ist die Frage, aber ich denke, das ist sicherlich eine der Faktoren, die da eine Rolle spielen. Aber ich glaube, das Wichtige ist, dass genau dieser Kulturwandel, es muss nicht in Twitter sein, sondern das Wichtige ist bei den Kommentaren, weil das wäre dann hilfreich, wenn man was gepostet hat, wenn man was Inhaltliches gepostet hat und dann Hinweise bekommt. Also bei einigen Blogs läuft das ganz gut, bei anderen nicht, aber wenn man da diesen Kulturwandel hätte und da ist sozusagen der Punkt, wo man hin müsste, deutlich zu machen, dass das, was da kommentiert wird, dass die Kommentare eben kein wissenschaftliches Statement sind, sondern sozusagen den Rang eines mündlichen Gesprächs haben. Wenn ich dazu gleich noch was sagen darf, das war auch einer meiner Punkte, den ich damit ansprechen wollte. Wenn wir soziale Medien seriös nutzen wollen oder beziehungsweise den Eindruck der Unseriosität vermeiden wollen, dann müssen wir uns eben auch einfach nur sachlich ausdrücken. Das muss dann nicht hochwissenschaftlich werden, aber wenn ich in einem Kommentar mich einfach nur sachlich und vielleicht auch ein bisschen fundiert gleich ausdrücke, dann reicht das ja völlig. Das ist ja nicht so. Vielleicht darf ich mich da gerade noch anschließen. Also wir sollten das, denke ich, vermeiden, in so einen apologetischen Grundton zu verfallen. Also ich möchte die Seriosität nicht immer behaupten müssen, sondern die erstellt sich dann tatsächlich ein, indem sich eben das, was man auf Blogs findet, das, was dort kommentiert wird, sich qualitativ ändert und verbessert. Und irgendwann muss ich es nicht mehr unterstreichen, denn es ist ja bekanntlich, es hilft ja nicht, es zu unterstreichen, sondern die Inhalte sind seriös. Und dann werden wir es, dann wird es einfach durch die Beteiligten und die Art der Diskussionskultur, und das sind die Kommentare ganz zentral, darauf werden wir, glaube ich, immer wieder zu sprechen kommen. Ich denke, der Nutzen von Blogs steht und fällt mit den Kommentaren und was man aus denen rausholen kann oder nicht. So, ich muss mich jetzt als strenge Zeitmanagerin wieder dazwischen schalten. Wir haben jetzt den Anfang der Kaffeepause erreicht. Das heißt, es gibt aber trotzdem noch Möglichkeit, draußen im Foyer weiter zu diskutieren. Und wir würden uns dann wieder treffen zu dem Praxisabschnitt um 10.45 Uhr. Thank you.